Voilà trois saisons que Kevin Schlepfer s'est installé à la bande du HC Bienne. Pour l'ancien joueur, le hockey a connu une vraie révolution depuis quelques années. Zu meiner Zeit hat es zum Beispiel viel gegeben, dass man einfach im Prinzip mit vier Mann so gewartet hat. Und dann sind die Gegner gekommen, oder? Und dann hat man probiert, die hier auf dieser blauen Linie zu stoppen. Und dann, hat man, oder? Und dann ist es sehr defensiv gewesen, oder? Aber auch sehr erfolgreich, weil viele sind dann hier hängen geblieben und dann hat man gerade kontern. Und heute sind die meisten Systeme entweder 1-2-2 so aufgestellt, oder? Oder man ist 1-1-3, 1-1-3 aufgestellt, oder? Dann ist das Ganze wieder ein bisschen früher ein Angriff, alles ist ein bisschen offensiver. Und früher war mehr so ein bisschen das Blocken hier. Und dann ist man gekommen, hier bleiben hängen und dann auf die andere Seite. Und das sind eigentlich die Hauptveränderungen, die es gegeben hat. Natürlich auch eben mit der Regelauslegung. Früher konnte man noch einen Skilift fahren, sagt man. Und das kann man heute nicht mehr, in das 2 Minuten. Das gibt aber dafür auch mehr Speed, oder? Und auch mehr Kennenschütterungen. Das ist ganz sicher auch wegen der neuen Regeln. Muss man ehrlich sein. Plus ou moins présent tous les jours sur la glace, le Ballois n'est pas avare en conseil. Il n'hésite pas à reprendre ses joueurs lorsqu'il n'est pas d'accord avec eux. Car si la construction du jeu en phase offensive est laissée libre, il est important que chacun défende selon les consignes du chef. Vorchecken, das hat man zum Beispiel gibt's Trainer, die haben Regeln, dass der erste Stürmer geht immer vorchecken und der zweite macht immer die kurze Bande zu. Das heisst, wenn der Spieler auf dieser Seite ist, macht man diese Seite zu. Wenn er nichts hat, schießt er den Puck meistens hier durch. Und nicht da, wenn er hier durchschießt, dann kommt der dritte und dann geht der Nord später. Und dann geht der wieder zurück und der wieder zurück. Also das ist so eine Regel, die man macht, oder? Das im Prinzip, wenn der Verteidiger nicht auf der Seite ist, erste, Nummer 1 und das Nummer 2 geht hier hin, geht zumachen. Oder? Und das 3 wartet hier in der Mitte. So, wenn der Puck hier durchgeht, er ist parat, wenn der Puck hier durchgeht, dann geht er. Und dann gehen die zwei wieder zurück in die Mitte. Oder? Das ist Vorcheck. Und das andere ist, wenn der Gegner die Böckkontrolle hat da hinten. Das heisst, man sieht ja viel, dass der Verteidiger hinter dem Goal wartet und stoppt. Und dann macht es keinen Sinn, dass man jagen geht. Weil auf das wartet er nur. Dann kommt er auf der anderen Seite raus und schon ist eigentlich 5 gegen 4. Darum tun sich die Gegner dann, wenn du hinter der Böck ist, aufstellen. Eben mit einem 1-1-3. So, und dann wartet man, bis der kommt. Und wenn er kommt, dann geht man angreifen. Oder eben mit einem 1-2-2, aber dann nur warten. Und das ist das, was die Leute ja gut sehen, wenn da hinten ein Verteidiger steht, dann tun die meisten Mannschaften warten und machen ein Defensivsystem. Und wenn der Puck eben mit einem Verteidiger hier in der Ecke ist, dann geht man. Der zweite wieder am Banden und der dritte in die Mitte. Das ist ein bisschen der Unterschied, oder? Aber wenn der Verteidiger hinter dem Goal steht in Ruhe, dann greift man eigentlich nicht an. Dann muss man eigentlich abwarten. Weil wenn man angreifen würde, wäre man sofort in Minderzahl. Oder? Und heute sind Läufer eben alle so gut, dass man nicht angreifen kann. Und früher ist man vielleicht gegangen. Weil dann hätte man dann vielleicht können jagen und hätte vielleicht hier verwünscht. Aber heute, wo alle Läufer so gut sind, die Verteidiger, verwünscht man die nicht mehr und ist sofort in Minderzahl. Darum ist das so. Ja, persönlich bin ich schon lieber Vorchecking. Aber zum Beispiel Filme, man sieht ja, wenn die Mannschaften wechseln, passiert das viel. Also, die Spieler von uns gehen wechseln. Und die Spieler, zum Beispiel, wir haben jetzt auch Kloten verteidigt schon. Kloten gehen auch wechseln, dann wartet er da hinten. Und dann gehen die rein, oder? Und dann kommen wir auch rein. Und dann hat es keinen Wert, dass wir jagen gehen. Sondern dann ist es besser, man tut sich aufstellen. Oder? Und darum sage ich, eigentlich tue ich schon lieber jagen. Aber wenn noch einer hinter dem Goal steht und Zeit hat, dann macht es keinen Sinn. Dann muss man ein bisschen Geduld haben. Aber ich wäre schon lieber fürs Jagen. Une situation de jeu qui est devenue au fil des saisons de plus en plus importante afin de gagner les matchs, c'est le power play. Also, jetzt nehmen wir an, wir sind hier aufgestellt, oder? Mit dem 9, mit dem Kane. Dann sagen wir hier 11, und da hinten haben wir den Hüger. Und da haben wir noch den 7-8er. Und jetzt macht er hier auf einen Pass, er schießt und Goal. Sagen alle, hey, das war ein gutes Powerplay. Oder? Wenn er hier einen Pass gibt, wieder zurück einen Pass, hier einen Pass. Hier ein Pass und hier ein Pass. Und er ist ganz allein vom Goal. Und er schießt daneben. Und es ist kein Goal. Dann sagen sie nach dem Match: Hey, Powerplay war nicht heute. Schlechtes Powerplay heute.
Versteht ihr? Und das ist das Problem. Ich als Trainer sehe das nicht immer so. Also, es gibt Situationen, wo wir wirklich schlecht Powerplay spielen, aber wir haben per Zufall ein Goal geschossen. Einer schießt auf Goal, oder? Und manchmal spielen wir super Ding, Tag, da, dann verpasst das leere Goal. Und alle sagen nach dem Match zu mir, oh, heute war aber Powerplay schlecht gewesen. Dabei wäre es ein super Powerplay gewesen, aber am Schluss hat das leere Goal verpasst. Und darum entscheidet eigentlich nur das Goal. Das Goal entscheidet, ob ein gutes Powerplay hast oder nicht. Weil viele erkennen nicht, ist es jetzt gut, und auch den Medien ist es egal, ob wir Tic-Tac-Toe spielen, wenn es am Schluss kein Goal ist, ist es schlecht gewesen. Und wenn es gut war, wenn es ein Goal ist, ist es gut gewesen. Wenn es auch vielleicht per Zufall entstanden ist. Le Ballois est également connu pour ses nombreux et permanents changements d'alignement. Also ich tue ja die Linie eigentlich nur wechseln, wenn wir hinten drin sind. Und zwar so hinten drin sind, dass wir wirklich fast keine Chance haben. Also heisst, wenn 3-2 ist, oder 3-3 oder 4-3 für uns, wechsle ich die Linie nie. Aber jetzt zum Beispiel, es ist 3-0 für Kloten. Dann muss ich einfach etwas machen. Ich kann dann nicht passiv zuschauen, dann kommt es 4-0 und 5-0 und dann ist der Match vorbei. Tschüss. Also entweder probiere ich dann etwas. Und das Problem ist ja, wenn 3-0 ist oder 4-1, wie jetzt zum Beispiel in Davos, wäre es ja fast, hat es ja fast geklappt, oder? Es war 4-1, ich habe die Linie gewechselt und dann 4-2, fast, oder? Fast noch 4-4. Manchmal kann man dann so neue Energie bringen, oder? Und darum tue ich zum Beispiel, eben, wenn wir 3-0 hinter 3 sind oder so, die Linie wechseln. Und dann will ich dann mit reingehen und sagen, hey, jetzt entweder kommt es 3-1, 3-2, dann kommen wir nochmal hin. Wenn es 4-0, 5-0 kommt, ist es fertig. Und dann kann ich nach dem Match wenigstens sagen, ich habe etwas probiert. Wenn ich einfach nichts machen würde, dann hätte ich nach dem Match das Gefühl, du, warum hast du nichts gemacht? Warum hast du nicht etwas probiert? Nur Vertrauen auf, ja, wenn 3-0 ist, haben sie ja schlecht gespielt, sonst wäre nicht 3-0 oder 4-0. Und darum muss ich etwas machen. Ich bin halt so. Das ist meine Art. Si le HC Bienne entend participer aux Playoffs, Kevin Schlepfer et son équipe devront éviter les situations où les lignes pourraient changer, c'est-à-dire celles où les Célandais sont menés au score.